ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich denke mal, einer von euch hat es schon richtig geraten gehabt. Diese Woche geht es ein bisschen weiter mit den Innendämmplatten. Ansonsten habe ich ein bisschen am Schornstein noch weiter gefummelt und noch so ein anderes kleines, notwendiges, kleines Projekt noch mit durchgezogen. Und ja, ich denke mal, quatsch mal lang, auf geht's, euer Frei. Viel Spaß dabei. Da es ja heutzutage gesellschaftlich anerkannt ist, vom kleinsten Arbeiter bis hoch in die höchsten Ämter sich komplett dumm anzustellen, habe ich mir gedacht, ich schneide mir auch mal ein kleines Stück von dem großen Kuchen der Blödheit ab und lasse hier meinen Putz- und Armiermörtel da mal eine Weile draußen liegen, bis der schön verreckt. Naja, der Punkt war ja eigentlich, ihr seht noch so ein bisschen dieses Plastegeflatter da. Das war alles mal schön eingeschweißt und ja, wie das so schön ist, aus den Augen, aus dem Sinn, dann scheint die Sonne drauf und dann plötzlich guckt man mal eines Tages wieder in die Ecke oben und dann ist dann alles auseinandergefallen. Naja, ist nicht schön und hat mir an der Stelle auch verdammt viel Zeit gekostet, dieses ganze Gelump wieder auseinander zu fummeln. Aber ja, was willst du denn machen? Ich meine, das Grundprodukt ist ja immer noch dasselbe. Es ist halt Sand und Lehm und irgendwo ist halt noch so ein bisschen ein Zelluloseanteil drin, was das ganze Zeug noch ein bisschen mehr stabilisiert. Ja, ich habe schon ein paar Tests damit gemacht, also ganz so schlimm ist es nicht geworden. Ja, das ist dann die Ausbeute. Die beiden Kübel hier. Und diese beiden, ihr seht, zumindest ein Viertel ist noch trocken und ich denke mal, das kann ich ganz normal verwenden. Bei dem hier wird es ein bisschen ja, umständlicher. Keine Werbung. Ha, der Hersteller steht gar nicht drauf. Top. Ein bisschen Klumpen, der geht nicht weg. Blödes Ding. Und ich glaube, das ist auch für meine Zwecke schon ein bisschen zu Fülle. Also das ist ja, naja, Pleister halt. Ich denke mal, bis auf 7 Liter auf 200 Gramm. Das war so ein bisschen zum Vorpinseln gedacht. Aber der Lehm selber, der klebt ja auch. Und das nicht ganz wenig. Und ganz spannenderweise, das ist hier so ein Reststück von dem Zeug, was ich als letztes gemacht habe. Das ist eigentlich unwesentlich anders. Och, ich krieg das gar nicht kaputt. Oh, jetzt habe ich es kaputt. Also es ist unwesentlich anders als das Zeug, was nicht nass geworden ist. Von daher denke ich mal, das passt schon so, wenn ich das hier mit dem Gedöns ein bisschen anrühre. Jo, und dann krachen wir die Platten da an die Wand und dann geht's vorwärts. Passt. Thank you.
Also der Zusatz von diesem Kleisterzeug, Zellleim, wie auch immer, das ist jetzt natürlich ein bisschen freie Schnauze. Ich habe mir einfach gedacht, es könnte nicht schaden, das Zeug vielleicht noch ein bisschen zu stabilisieren. Nachdem es jetzt hier ein paar Mal nass geworden ist, kann es schon sein, dass der Kleister da ein bisschen ausgespült wurde oder was auch immer. Und ich denke mal, es wird dadurch mit Sicherheit auch nicht schlechter von der Nutzbarkeit her. Was ich für mich festgestellt habe, die Konsistenz, die sollte ungefähr so sein wie im rechten Eimer. Oder, ja, jetzt auch im linken. Also das ganz schön obendrauf schön flüssig werden. Dann lässt sich das mit der Zahnkette wesentlich besser aufziehen. Die Platten selber, die nässe ich alle nochmal vor. Das stand auch, glaube ich, so in der Anleitung von dem Zeug. Ich denke, das hat einfach den Effekt, dass dadurch dein Klebemörtel hier nicht ganz so schnell anzieht und der halt bis zum Ende, bis an der Wand kommt, noch alles schön weich ist. Also jetzt seht, verurteilt mich nicht. Es kann sein, es sieht schon noch ein bisschen bescheuert aus. Ich habe das ein paar Wochen nicht gemacht. Ich muss ja drüber reinkommen. Ich filme das immer gleich am Anfang, nicht wenn ich in Übung bin. Das ist ein bisschen blöd, aber was soll's. Dafür ist es authentisch. Schub. Ja, wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass das Zeug so eine ganz eklige Konsistenz hat. Also das klebt so richtig schön auch an der Kelle selber. Es ist nicht wie normaler Mörtel, der von der Kelle runterrutscht. Das Zeug, das hat irgendwie, ja, eine penetrante Konsistenz. Und vor allem läuft es auch noch ein bisschen auseinander, wie so ein Verguss-Mörtel. Das ist schon ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig, damit zu arbeiten. Ist mir schon mal schlechter gelungen. Okay. Aber mit. Ah ja, so ungefähr. Da kräht ein Woki an danach. Herr Schnulli. So ungefähr sieht's aus. Ich denke, das ist in Ordnung. Nicht schön, aber selten. Also bei letzter Woche geraten hat, dass ich hier ein paar von diesen Platten machen werde. Das war auf jeden Fall richtig. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Ja, ich hatte ja vor einigen Wochen schon hier mit diesen Holzweichfaserplatten angefangen. Aber da sind mir dann relativ zügig die Dübel ausgegangen. Ich wollte ja erstmal gucken, wie das sich mit diesen Dingern hier macht. Ja, und das habe ich festgestellt, dass das ziemlich gut funktioniert. Weil es gibt ja auch diese Einschlagdübel für Dämmstoffe, die fand ich eher blöd. Und in diese Leichtlehmsteine, da kann man die Schrauben ziemlich gut eindrehen. Deswegen habe ich das jetzt am Ende halt mit diesen Dübeln gemacht und stinknormalen 100er Holzschrauben. Und ja, wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass ich hin und wieder mal die Dübel noch versetze. Das liegt dann daran, dass ich irgendwo eine weiche Stelle oder eine Fuge erwischt habe. Naja. Aber insgesamt findest du doch irgendwo immer eine Ecke, wo es dann ordentlich vernünftig hält und der Dübel da schön die Platte auch ranpresst.
Ich habe es da jetzt auch nicht übertrieben mit der Anzahl der Dübel, weil wenn die Platte anliegt und klebt, was soll ich da noch mehr Dübel reinknallen? Dann kommt raus, schneide einmal hier rüber, bis dahin. Bin ich zufällig schon durchgekommen? Ah, nee, nicht wirklich durch. Zack, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Na, das ist doch ganz scharf, oder? Okay, der Dreieck da, naja, meine Güte. Moment, es stört mich. So, das Zeug kann man leider nicht so klein schneiden, da fällt es auseinander. Also habe ich es reingestopft. Ordnung muss sein. Ja, ihr seht, ich renne hier auch die ganze Zeit mit Maske rum. Das Zeug, das soll zwar total öko sein und unbedenklich, aber wenn du das schneidest, dann sind da verflixt viele kleine Partikel in der Luft und ja, das kribbelt erstens in der Nase und zweitens glaube ich auch nicht, dass das dann so wirklich gesund sein sollte. Ich meine, wenn du da jetzt Haufen davon einschnüffelst, ich glaube, so viel kann dann die Nase auch nicht rausfiltern, dass da das nicht irgendwo ankommt, wo es ungesund wird. Von daher, Arbeitsschutz geht alle an. Besser einmal mehr Atemschutz getragen, als immer zu wenig. Wie ist so schön, der Anschiss lauert überall. Und ich habe da sowieso so ein bisschen ein kleines Problem in der Richtung, deswegen bin ich da lieber ein bisschen vorsichtiger. So weit, so gut. Fehlt bloß noch da drüben die kleine Ecke. Hui. Das ging ja leichter als gedacht. Thank you.
Ja, man sieht da nichts, weil da kein Spalt ist. Das liegt perfekt an am Balken. So mag ich das. Ja, ihr seht, ich schraube da immer so ein bisschen intervallartig, weil ich dann immer in dem Moment mich da auch richtig da ran drücke an die Wand mit dem Akkuschrauber, weil das erleichtert auf jeden Fall, dass die Schrauben sich da in diesen Lehmstein ein bisschen schöner festkrallen drinne. Also wenn da Nut und Feder bei dieser Platte noch in Ordnung sind, würde mich sehr wundern. Aber naja, geht halt nicht anders. Ich will es das da reinprügeln. Naja, da ist jetzt halt mal 2 mm oder 3, 4 mm am Rand. Kleiner Spalt, aber wen juckt's? Ich denke, insgesamt geht das schon voll klar. Ich habe endlich den ersten Raum mit diesem Gedöns fertig. So, ich habe jetzt hier meinen Laser ausgerichtet. Das ist jetzt so, dass ich wunderbar bei dem linken Fenster oben die Unterkante von meiner Platte auf der Höhe habe, wie ich sie brauche. Ist natürlich beim rechten Fenster dann ein bisschen, naja, nicht ganz so passend. Aber da muss ich es ausschneiden und nicht irgendwas unten ansetzen, weil da hatte ich nämlich überhaupt keine Lust drauf. Das hält dann sowieso nicht vernünftig. Und ja, dafür muss ich jetzt aber im unteren Bereich ein bisschen wie so ein Keil rausschneiden. Aber den kann ich wieder ganz entspannt oben am Ende dann drauf packen. Ich denke, das macht sich so rum besser, als dass es dann oben klemmt und ich oben was abschneiden muss. Jo, so der Plan. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich fange natürlich auch im neuen Raum mit dem Reststück vom alten Raum an. Da hat man am Ende so gut wie gar keinen Verschnitt. Und vor allem, ich muss echt sagen, ich habe hier richtig Glück mit meinen Raumhöhen selber. Das geht eigentlich fast zu 100% von der Höhe her auf. Also diese Platten sind ja irgendwie 38,5. Ja. Und das ist so ein Maß, dass das genau wunderbar bei mir hier an der Raumhöhe eigentlich passt. Kann ich nicht meckern, fast kein Verschnitt an der Stelle. Ansonsten hätte ich natürlich dann wieder unten im nächsten Raum mit weiß ich nicht, viertelst hohen Platten oder so angefangen. Ich meine, das bringt ja keine Punkte, da jetzt auf dem Zeug wegzuwerfen. Ne? Aber nö, da kann ich echt nicht meckern. Das ist eine richtig feine Sache hier. An der Stelle hier hatte ich mir eigentlich richtig Mühe gegeben, weil das ist ja jetzt so eine Zeitrafferaufnahme und ich habe immer schön Pause und weitere Aufnahme gedrückt, als ich hier rein und rausgerannt bin, aber aus irgendeinem Grund hat es das ja, nicht so richtig hinbekommen. Also ich habe hier dann einfach mal eine 20-Minuten-Sequenz, wo einfach gar nichts passiert. Also das liegt definitiv an der Technik, aber naja, man kann es halt nicht ändern, was soll's. Jo, an der Stelle will ich mich auch mal nochmal bei euch bedanken. Also es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig feine Sache, wie viele Abonnenten da jetzt in letzter Zeit wieder dazugekommen sind. Gerade jetzt die letzten beiden Videos. Da freue ich mich wirklich sehr drüber, weil die Videos davor, ich glaube 3 oder 4 Videos davor, da ging ja gar nichts vorwärts. Und ja, ich habe mir gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ich meine, ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich sitze ja auch immer stundenlang da und schneide da in den Videos rum. Und ich denke mir am Ende auch, ey, das ist ja gut gelungen, das ist ganz cool, das würdest du dir auch selber gerne angucken. Und dann passiert einfach nichts. Ja, da war ich schon ein bisschen traurig mitunter, aber naja. Anscheinend hat er da nette YouTube-Algorithmus irgendein Problem gehabt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Jo, scheint es ja wieder aktuell zu passen und ich hoffe mal, dass das dabei bleibt. Das ist echt wesentlich erfreulicher und macht wesentlich mehr Laune, wenn da ein bisschen was vorwärts geht, als wenn da nur 3 Hanseln sagen, ey ja, scheiß drauf, den abonniere ich jetzt, den Typen. Danke auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, wieder einen Raum geschafft. Daumen hoch. Ja,
Ja, letzte Woche habe ich gesagt, dass es ganz praktisch wäre, wenn der Sandhaufen hier draußen mal auftauen würde, weil ich ja noch so ein paar Löcher im Schornstein gerne zumachen möchte. Jo, das ist natürlich mittlerweile der Fall. Ich denke mal, bei euch ist auch alles weg, was Schnee und Eis war. Und ja, so natürlich auch bei uns. Und deswegen geht es jetzt hier mal an der Stelle ein Stückchen weiter. Jetzt guckt euch mal den Hund an. Hauptsache, da geht erstmal gucken, was das eigentlich darstellen soll, um dann irgendwie irgendwann festzustellen, dass Kalkschnüffeln ein bisschen in der Nase kribbelt oder wahrscheinlich ein bisschen unangenehm ist. Alte Neugierde. Aber ganz niedliche Neugierde. Wenn sie nicht gerade mein Anschlusskabel für den Betonmischer durchkaut. Deswegen musste ich mir nämlich ein anderes besorgen. Das war ein bisschen blöd. Ja, ihr seht, meine Zutaten sind ganz gewöhnlich. Bisschen Sand, bisschen Kalk, bisschen Wasser. Mehr braucht es an der Stelle, denke ich mal, nicht, weil der Schornstein selber, der ist auch bloß mit normalem Kalkmörtel gemauert. Also warum soll ich da jetzt hier anfangen, irgendwelche Flickstellen mit Kalkzement auszubessern? Ich denke, das ändert an der Gesamtkonstruktion auch bloß nichts. Deswegen ruckzuck das Gelump hier bitte zusammengepackt, in den Mischer reingeschmissen und dann da mal eine Runde rotieren lassen. Wenn das mal so immer so schnell gehen würde. Das sieht schon ein bisschen geil aus, wie er da drinnen durch die Gegend fliegt. Konsistenz natürlich so ein bisschen plastisch, ne? Dass es nicht zusammensackt. Zum Putzen, da habe ich es dann nochmal ein Stück weit dünner gemacht, dass es sich schöner glatt ziehen lässt. Aber wenn du jetzt natürlich erstmal hier nur ein paar Steine setzen willst, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn der Mörtel auch ein bisschen stehen bleibt und der nicht unter den Steinen dann rausquillt. Ja, zum Zumauern der Löcher habe ich dann stinknormale Steine genommen, die ich hier irgendwo am Haus mal ausgebaut habe. Das ist jetzt kein besonderes Zeug, keine Klinker, also sonderlich hart gebrannt ist das Gedöns nicht. Aber dadurch, dass der Schornstein ja sowieso verrohrt ist, ist das eh nicht mehr ganz so relevant, weil die ja keinen direkten Rauchgasen mehr ausgesetzt sind. Nur außerdem das Zeug, das lagert so lange draußen, dass es jetzt klatschnass. Das brauche ich nicht mal vorne essen. Sehr feine Sache. Ja, das war jetzt eine Runde hochpräzises Steineklopfen mit einer Axt. Ich glaube, das habt ihr ja nicht das erste Mal gesehen, dass ich dafür eine Axt da verwende. Aber ja, ich habe das früher natürlich auch mit diesen normalen Mauerhammern, Hämmern, wie auch immer gemacht. Und bin tatsächlich dazu übergegangen, das immer nur noch mit der Axt zu machen, weil das macht sich irgendwie sehr viel schöner. Stehende kannst du schön halten, also müsst es halt 90 Grad verdreht alles halten. Also ich finde, das ist so viel angenehmer. Und ja, du hast natürlich auch ein bisschen mehr Fläche, mit der du zuschlägst mit der Axt, ne? Und dadurch finde ich, dass sich das auch insgesamt ein bisschen besser macht. Ja, an der Stelle natürlich auch einen ganz herzlichen Dank an die ganzen Steine, die hier mitgewirkt haben. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass diese alten, ja, ich denke mal, das sind auch so Feldbrandziegel, dass die alle so schön brechen, wie man das gerne hätte. Meistens sind die irgendwo so ein bisschen
ich weiß gar nicht, wie soll man das beschreiben? Die sind halt nicht so ganz homogen von der Masse her, weil die ja in die Form per Hand reingeklatscht worden sind und dann breit gezogen worden sind. Dann hast du halt manchmal so ein paar Schichten drin, die nicht so gut Kontakt zueinander haben und da fallen die halt genau an der Stelle auseinander. Aber ja, die Steine hier, die waren jetzt alle top produziert. Ja, da kann ich nicht meckern, da ist alles so gebrochen, wie es sollte. Ist sowieso total irre, ne? Also man muss sich mal vor Augen führen, diese Steine, die ich da jetzt gerade in diesen Schornstein reinmauere, die sind wahrscheinlich auch so vor rund 200 Jahren von irgendwelchen Leuten, wahrscheinlich sogar hier aus dem Dorf, oben ja, Richtung Nachbarort, da war mal eine Lehmgrube, da sind die mal wahrscheinlich rausgebuddelt worden, also als Rohmaterial und dann dort vor Ort hergestellt und ja, auch vor Ort gebrannt worden. Und das ist halt, wie gesagt, 200 Jahre her und ja, jetzt kommen die hier wieder rein in die Wand von dem Schornstein und machen da halt noch ein paar Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, keine Ahnung, ihren Dienst. Das ist schon mega cool. Ich komme. Ah, an der Stelle bin ich mal gespannt, ob jemand von euch ohne Hilfsmittel meinen Klingelton erraten kann. Wer eine Idee hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ist ein ziemlich geiles Stück. Ich mag das sehr. Das passt ja super geil da rein. Ja, letzte Woche hat jemand von euch geschrieben, dass das schon ein bisschen was Meditatives hat, hier meine Videos zu gucken. Das ist natürlich cool, wenn das so gut ankommt. Ja, deswegen, ich bin auch der Meinung, ich muss ja auch nicht wegen jedem Käse irgendwelche Musik einblenden. Oftmals ist die auch zu laut und dann stört es und ach, keine Ahnung. Wenn ich irgendwie was dazu zu sagen habe, irgendwas Spannendes dazu zu erzählen habe, dann werde ich das tun. Ansonsten bin ich der Meinung, das passt doch so. Mit den ganz stinknormalen Hintergrundgeräuschen. Schön wäre, wenn ein bisschen Vogelgezwitscher noch dabei wäre, aber da haben wir eine falsche Jahreszeit. Deswegen würde ich sagen, drücken wir den Daumen, dass bald wieder Frühling ist. Aber es sind ja bloß noch 5 Tage. In 5 Tagen, da werden die Tage wieder länger. Oh, da freue ich mich schon drauf. Wintersonnenwende, das ist mir fast lieber als Weihnachten. Weil da kannst du nämlich zugucken, wie jeden Tag der Tag 5 Minuten länger ist. Und die Sonne halt dementsprechend 5 Minuten später untergeht. Das ist natürlich eine richtig feine Sache. Gerade jetzt hier in dieser Zeit macht es nämlich auch gar nicht so richtig Spaß, hier Videos zu machen, weil immer dieses blöde Kunstlicht, dann flimmert es und flackert es und Außerdem, wenn die Sonne scheint, sieht alles ein bisschen angenehmer aus. So, ich würde jetzt auch langsam sagen, an der Stelle haben wir dann hier genug von Steingekloppe und irgendwelches Löcher stopfen. Jetzt haben wir die ganze Sache hier mal ein bisschen zügiger, dass wir das hier hinter uns bringen. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen was an diesen Schornstein dran gekleistert kriegen. Der etwas länger Zuschauende, also nicht gegendert übrigens, der weiß natürlich, dass ich hier diesen Schornstein schon mal mit so einem Isoliersalz behandelt habe, weil man sieht ja schon durchaus, dass da einiges ziemlich schwarz ist. Und ja, da drückt natürlich die Versottung durch und ja, mit diesem Isoliersalz habe ich eben versucht, das abzusperren. So, hast du schon mal was? Das Loch ist zu. Jetzt klatschen wir hier erstmal ein bisschen Wasser dran und dann ziehen wir hier ein bisschen Putzzeug. Ja, das muss natürlich hier alles richtig, richtig ordentlich vorgenässt werden. Ansonsten ja, trocknet der Putz einfach viel zu schnell aus, wird rissig und der Kalk kann halt nicht vernünftig abbinden. Und das bringt dann überhaupt keine Punkte. Dann hast du hier einfach nur ja, sowas wie Sand dran geschmiert. Naja, und das sandet natürlich dementsprechend, da wird nicht fest. Deswegen gut vornässen. Diese Steine hier, die ziehen doch richtig, richtig krass die Feuchtigkeit rein. Das ist wirklich Wahnsinn. Außer bei diesen ganz schwarz versotteten Gedöns, die sind, keine Ahnung, so versaut, dass da nichts reingeht. Oder dieses Isoliersalz hat doch irgendwas gebracht in der Richtung. Keine Ahnung. Bisschen schwer einzuschätzen. Teilweise sind es natürlich auch ziemlich hart gebrannte Klinker, die ziehen so gut wie gar nicht rein. Naja, das ist immer so eine Sache. Aber besser ein bisschen mehr Wasser drauf als zu wenig.
Ja, ich denke mal, jetzt ist ja langsam ein bisschen finster in der Bude, das wird nichts mehr. Deswegen mache ich jetzt noch so ein bisschen weiter. Rest später. Ja, genau dieses Geflacker und Geflimmer, das meine ich. Das macht es nämlich auch manchmal zwischendrin. Und dann, naja, schneide ich das meistens raus, wenn es irgendwie geht. Aber wenn es halt nicht ganz geht, dann muss man halt damit leben. Das sieht ein bisschen blöd aus. Aber na, seht ihr das wieder, wie das hier überall reinzieht, die Feuchtigkeit. Ne? Also bei diesen helleren Stehen, gerade wo ich da diese viertelsten Mann noch mit reingemauert habe, das zieht es rein wie nichts. Das ist mega krass, so im Kontrast gesehen. Es geht ja bei der ganzen Geschichte jetzt natürlich überhaupt in keinster Weise darum, dass der Schornstein ja hübsch wird. Ne? Also ich habe das ja schon letztens, glaube ich, mal erzählt, dass ich den ja noch verkleiden werde. Das wird doch tatsächlicherweise mit einem Metallständerwerk und Gipskartonplatten passieren, weil an der Stelle ist mir das einfach komplett Rille. Ob ich da jetzt irgendwelches Öko-Zeug hinpacke, das macht eh nichts. Und außerdem sind wir mal ganz ehrlich, das ganze Gipszeug, das kommt hier irgendwo aus einem Kohlekraftwerk um die Ecke, aus der Rauchgasentschwefelung. Und von daher, was soll's, irgendwo muss das Zeug ja auch hin. Und damit kriege ich das hier wenigstens ordentlich, stabil und platzsparend verkleidet, das Ding. Und ja, das ist dann quasi so meine äußerste Schicht, falls da doch irgendwo mal wieder was durchdrücken sollte, was theoretischerweise nicht passieren dürfte, weil ja der Schornstein nur verrohrt ist. Ja, dass ich halt aber nochmal, wie gesagt, eine komplette Außenhaut ringsrum habe und mir da nicht irgendwelcher Gestank in die Bude reinzieht, auf Deutsch gesagt. Jo, aber primär will ich natürlich auch versuchen, dass ich hier diesen Schornstein selber ein bisschen abgedichtet bekomme. Und da war ja der eigentliche Plan, dass ich hier diesen Putz, den ich jetzt gerade auftrage, am Ende nochmal, wenn der dann schön abgetrocknet ist, nochmal mit Isoliersalz behandle. Ja, in der Hoffnung, dass es dann halt, wie gesagt, komplett abgedichtet ist und die Versottung nicht mehr durchkommt. Die Frage an der Stelle ist nur, was ist, wenn das jetzt schon wieder durchkommt? Ich meine, klar, ich mache das jetzt nass und du hast das natürlich auch oberflächlich auf den Steinen drauf. Dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es dann ein bisschen durchdrückt. Wenn man jetzt genau hinguckt, man sieht auch dort schon die erste Stelle. Ja, die Frage ist, bringt es was, da jetzt nochmal Isoliersalz drauf zu krachen? Also ich kann es ja schon mal ein bisschen vorne wegnehmen. Das drückt noch mehr durch, als wie es jetzt ist. Und ja, da an der Stelle ist jetzt wieder mal eure Erfahrung gefragt. Es waren ja doch einige, die das Isoliersalz empfohlen hatten. Wie soll ich jetzt fortfahren? Soll ich es nochmal damit machen? Oder soll ich gleich was anderes suchen? Ist ein bisschen mau. Also ich hatte gehofft, dass es mehr bringt. Aber ja, wenn ich sehe, dass ja die Feuchtigkeit, also das Wasser, was ich drauf sprühe, dass das so gut wie gar nicht eindringt, dann ist auch dieses in Wasser gelöste Isoliersalz nicht unbedingt großartig in der Lage, da in den Stein einzudringen, um da irgendwas abzudichten. Sehr schwierig. Wie es da was jetzt ist, Feierabend, es ist dunkel genug draußen und ich habe diesen Krempel jetzt ja endlich dran. Das ging ziemlich bescheiden. Naja, was soll's, sieht doch bescheiden aus, aber sehr egal, wird immer verkleidet. Ich will ja nur, dass da ein bisschen Putz drauf ist. In der Hoffnung, es möge dann endlich nicht mehr durchdrücken. Schauen wir mal. So, der Morgen danach. Ich denke, man kann recht gut erkennen, wo versottete Steine dahinter waren. Heißt im Umkehrschluss, ich glaube, dieses Isoliersalz ist der absolute Plunder und hat gar nichts gebracht. Eigentlich wollte ich ja jetzt hier nochmal eine Schicht mit Isoliersalz drüber gehen, in der Hoffnung dann quasi die letzten Reste von der Versottung dann noch abdichten zu können, aber ich bin mir da jetzt hier an der Stelle nicht so wirklich sicher, ob das überhaupt sinnvoll ist. Jemand von euch, oder ich weiß gar nicht, ob es mehrere waren, die hatten ja dieses Versotex oder Versottex, wie auch immer man das nennt, empfohlen. Ja, bin jetzt am Überlegen, ob ich das vielleicht noch kaufen sollte, weil das hier, das überzeugt mich gar nicht und es riecht doch irgendwie ein bisschen, naja, schwefelartig. Ich denke, das war ein Reinfall. Das Zeug taugt nicht die Bohne. Ja genau, das war dann so meine Einschätzung am nächsten Morgen. Aber ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es halt auch irgendwo logisch, dass es nicht funktioniert. Also nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Es ist halt auch schwierig einzuschätzen, wie es jetzt im Vergleich wäre. Wenn ich jetzt gar nichts drauf gemacht hätte, dann kann es auch sein, dass jetzt schon alles komplett schwarz wäre. Aber ja, schwierig. So, jetzt
ist ja normalerweise naheliegend, dass wenn ich jetzt hier frischen Putz drauf habe, der ja auch gut Feuchtigkeit aufnimmt, wenn er dann mal abgebunden ist, dass der sich halt besser mit diesem Isoliersalz vergieseln ist es ja nicht, ja, abdichten lässt halt. Also wie gesagt, bitte nochmal eine Meldung dazu, eine Meinung dazu. Ob ihr meint, das wird noch was oder ich soll einfach gleich hier irgend so ein Gelump nehmen, was dann wieder auf irgendwelcher Plastikbasis ist mitunter. Ach, das wollte ich eigentlich vermeiden, weil man versaut immer so viel Material mit irgendwelchen Gedöns, was dann wieder schwer abbaubar ist und alles schwierig. Ja genau, das sagte er und steckte in dem Moment solche Glasfaserarmierung in seinen Putz. Ja, was willst du machen? Also die Stelle, die wäre zu mehr als 100% wäre da in Riss einfach gekommen, weil natürlich der Balken sich anders verhält und anders bewegt oder überhaupt bewegt im Vergleich zu der Steinwand. Und ja, um das halt ein bisschen auszugleichen, habe ich dann dieses Zeug damit reingekracht. Habt ihr auch gesehen, da war wieder so eine Trapezleiste da, die ich da rausgehackt habe mit meinem großen Messer. Die war dann noch freiliegend am Türrahmen. Die hält, denke ich, ganz gut den Mörtel. So, schauen wir mal. Das war es erstmal an der Stelle. Als nächstes mache ich dann erstmal woanders weiter. Ich brauche nämlich, um wieder ein bisschen frischen Mörtel anzurühren, erstmal noch ein Ersatzteil, weil ich hier unten noch das große Loch im Schornstein zumachen muss. Und ja, da fehlt mir noch ein Stückchen Edelstahlrohr, um diese Kondensatschale ein bisschen zu verlängern. So, die Arbeitsschutzbeauftragten unter euch müssen jetzt sehr stark sein. Nicht nachmachen. Okay. Akku leer. Das war noch harmlos. Sieht das plausibel aus. Nächstes Mal setze ich wieder Maske auf das laminierte, geklebte Gelumpe. Das stinkt wie das Schwein. Ja. Also. Ja, also ich denke mal, spätestens jetzt ist wirklich allen aufgefallen, was mein finsterer Plan hier ist. Ich will hier mal bitte gucken, dass die ganze Sache ein bisschen dichter wird. Und das ist eine Zimmertür gewesen, dieses Türblatt. Und die hat natürlich oben
keine Kante, also als Anschlag. Und soll ja natürlich möglichst winddicht werden. Deswegen habe ich da noch eine Ecke reingeschnitten. An der Stelle einen herzlichen Dank noch an Karin und Klaus, ganz nette Nachbarn. Die brauchten die Tür nicht mehr und ja, da hat jetzt hier nochmal ein zweites Leben bekommen, so zumindest vorübergehend als Bautür, damit hier nicht so sehr die Kälte reinzieht. An der Stelle wollte ich natürlich hier ein bisschen Material sparen und habe einfach die beiden Seitenteile so lang gelassen, wie sie waren. Weil, ganz ehrlich, unten kriege ich sowieso nicht abgedichtet. Da muss ich sowieso irgendwie eine Decke oder irgend so einen Krempel davor schmeißen. Und ja, da kommt es dann auf die 2-3 cm Luft, dauert bloß nicht an. Und so habe ich halt für den Fall der Fälle mal noch zwei Hölzer, die halt genau 2 Meter lang sind. Ja, man weiß ja nie. Das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn man es dann doch sinnlos abgeschnitten hätte. Ja, glücklicherweise sammle ich auch alles Mögliche, was hier mit Kloben und Türbändern und so zu tun hat. Im Idealfall natürlich, wenn es ein bisschen alt ist und geschmiedet und hübsch ist, aber ja, auch die ganz stinknormalen, die hebe ich eigentlich so ziemlich immer auf. Wie schon gesagt, man weiß ja nie. In dem Fall hat es wieder ausgezahlt gemacht. Ich habe ein paar gefunden, die so ein bisschen zusammenpassten. Noch ein bisschen nachgebogen, dass dann die Tür auch ein bisschen anliegt. Und ja, dann habe ich noch so eine richtig schöne primitive Verriegelung dort. Ja, und siehe da, es sieht langsam aus wie eine Tür. Na, ist noch nicht ganz hundertprozentig ausgereift. Aber ja, man kann natürlich dran arbeiten. Okay, das ist nicht so der Knüller. So. Ich mach da noch kürzere Schrauben rein. Alter Schwede. Der Zweck heiligt die Mittel. So, ich habe eine Todesfalle jetzt noch ein bisschen überarbeitet. Unten habe ich 2 Keile reingekloppt, damit es noch ein bisschen fester wird. Ansonsten habe ich hier draußen noch das Risiko, ausgeweidet zu werden, reduziert. Naja, jetzt fehlt bloß noch oben ein bisschen. Ja, ich werde es mit USB-Platten zumachen, dann habe ich noch so ein paar Reststücke. Aber das mache ich erst, wenn ich einen Ofen habe. Vorher macht sowieso keinen Unterschied. Aber jetzt habe ich jedenfalls mal das Problem hier gelöst, dass das hier immer so ein bisschen affig zu war. Und vor allem, jetzt kann ich noch die Ritzen da ein bisschen ausstoppen. Und wenn ich das dann oben zu habe und alles ausgestoppt habe, dann haut mir auch die Wärme nicht mehr ab. Juhu, dann ist vorbei. Den Dachboden habe ich nämlich auch ein bisschen abgedämmt. Da liegen jetzt einfach meine, ja, Thermo-Hanf-Jute-Dinger oben drauf. Aber das brauche ich euch nicht zu zeigen, weil das ist schwarz wie die Nacht. In dem Sinne, ich hoffe, ihr wird es bald ein bisschen angenehmer drin. Sehr feine Sache. Ja, und das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat ein bisschen Spaß beim Angucken, was auch immer. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und einen schönen dritten Advent. In dem Sinne, macht's gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, wer sich an der Stelle fragt, warum die Tonqualität so unnormal eklig ist, das liegt mal wieder am Wind. Die Windgeräusche waren ein bisschen schwierig, so ein bisschen zu minimieren, ohne dass ihnen hier die Löffel abfallen. Gerade wenn man das mit Kopfhörern sich anguckt, ist das doch ein bisschen unangenehm mitunter. Naja, ansonsten könnt ihr jetzt hier noch eine Weile zugucken, wie die Ziegen daran arbeiten, eine Schlundverstopfung zu bekommen. Und wie Fenja guckt, wie spannend Äpfel sind. Und falls sich jemand fragt, ob es bei uns auch mal wieder Lämmer gibt, ja, das fragen wir uns auch. Die Ziegen sind alle rund und fett und sonst was, aber da geht halt einfach nichts vorwärts. Guckt euch Kita an, sieht aus wie so ein fetter Klumpen. Da dachte ich die Woche schon, Mensch, es hat sie vielleicht ein Lamm daneben liegen, aber nö.
lag da bloß gemütlich rum. Naja, aufgeschoben sind nicht aufgehoben. Kommt bestimmt noch. Macht's gut.